Feinde oder Lover? Hey, liebe Bücherdrachen, heute reden wir über ein neues Booktrope. Und zwar Enemies to Lovers bzw. Haters to Lovers. Das heißt, wir reden über Bücher, Romane, in denen zwei Leute, die sich nicht mögen, zu LiebhaberInnen werden. Ich mag dieses Trope total. Ich finde immer diese Anspannung, diese Neckereien, den Hass so genial. Und dann knallt es und aus diesem mega krassen Hass wird Liebe. Und da sind mir folgende Bücher zu eingefallen. A Place to Grow von Lily Lucas, das ist der zweite Band von der Cherry Hill-Reihe. Lila lebt in Cherry Hill in so einem kleinen, süßen, niedlichen Dörfchen. Und sie hatte auch eine Obstfarm, ein Farmladen, also so ein richtiges cozy Farmerleben. Außerdem organisiert sie einmal im Jahr ein Fest. Aber das steht unter keinem guten Stern, denn ausgerechnet Beau ist zurück. Beau ist der Erbe von einer der größten Obstplantagen-Farmfamilien, wie man das auch nennt. Und der ist jetzt nach seinem Studium wieder in Cherry Hill. Die Sache ist, dass die beiden schon mal miteinander zu tun haben. Also wir haben hier nicht nur Haters to Lovers, sondern auch Second Chances. Der hat andere Pläne für das Festival. Und Lilac und er kommen sich so halt total in die Quere und es entsteht so ein richtiger Hass. Vor allem, weil Lilac auch einfach nicht versteht, warum Beau ihr da so dermaßen einen Strich durch die Rechnung machen möchte. Ihr könnt die Bücher unabhängig voneinander lesen. Ich mag einfach total dieses Setting, weil man diese cozy Farm hat. Alles ist so schön. Und dann wird alles richtig krass dramatisch durch dieses Pärchen. Wenn ihr Drama mögt und richtig viel davon haben wollt, dann ist vielleicht Easton High Band 1 was für euch. Dear Love, I hate you. Avina hat einen Hassbrief an einen Lehrer geschrieben und dieser Brief ist anonym, aber er wird gefunden. Und nicht nur das, jemand schreibt ihr auch zurück. Sie fängt dann an, mit dieser unbekannten Person immer mehr in so einen Briefaustausch zu kommen. Die verstecken die Zettelchen dann in einem Buch in der Bibliothek in der Schule. Und es beginnt erst relativ harmlos, aber dann vertrauen die beiden sich immer mehr einander an und erzählen sich sogar richtig krasse Geheimnisse voneinander. Avena möchte natürlich eigentlich wissen, wer dahinter steckt, aber die beiden haben gesagt, sie wollen anonym bleiben. Weil so ist es ja auch einfacher, die Geheimnisse miteinander zu teilen. Ja, aber es kommt, wie es kommen musste. Natürlich kommt diese Geschichte raus. Und es ist jetzt kein Spoiler, weil das steht auch tatsächlich schon, glaube ich, auf dem Klappentext. Derjenige, der ihr die Briefe zurückschreibt, ist Xavier. Der ist super beliebt, aber die beiden verbindet eine Geschichte miteinander, weil der sie richtig krass gemobbt hat früher. Und auch heute stehen die beiden nicht gerade gut zueinander, aber Avena beginnt sich immer mehr in ihn zu verlieben, weil sie halt diesen Briefaustausch haben. Das finde ich nochmal besonders interessant, weil man diesen Hass zwischen den beiden Charakteren die ganze Zeit mitkriegt und dann da diese unbekannte Person ist und auf einmal verändert sich dieses Verhältnis zwischen den beiden so heftig. Es ist wirklich super, super Teenie-Drama. Es werden auch psychische Probleme angesprochen, das finde ich sehr gut. Aber wenn ihr echt sowas habt, was over the top ist, dann ist das Buch perfekt für euch. Natürlich darf in der Auflistung ein queerer Titel nicht fehlen. Und da habe ich mich für Zodiac Love von Andreas Dutter entschieden. Starlight in Our Dreams ist der erste Band der Reihe. Darin geht es um Felix, der als Österreicher ein Auslandsstudium in Irland macht. Der liebt auch alles, was so mit Astrologie zu tun hat. Und daher auch der Titel der Bücher. Er kriegt sogar einen Job. Dann kommt Owen ins Spiel. Owen ist immer so total abweisend und ja auch ein bisschen gemein zu ihm. Die beiden nähern sich irgendwann so ein bisschen an, aber Owen findet es total bescheuert, dass Felix Astrologie mag. Und dann machen sie was aus. Und zwar soll Owen verschiedene Sternzeichen daten. Felix will quasi damit zeigen, dass Sternzeichen doch eine Bedeutung haben können. Ich liebe das Setting mit Cork. Das hat so ganz leichte Dark Academia-Vibes durch die Uni. Aber vor allem dieses Astrologie-Thema ist super schön aufbereitet. Also es macht wirklich Spaß, da auch mehr drüber zu lernen. Und allein die Figuren sind so genial. Andreas Dutter schreibt witzig, nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ach, man schlägt dieses Buch halt zu und ist trotz dieser Haters-to-Lovers-Beziehung so voll glücklich. Und ich finde, wenn das ein Buch schafft, dann ist das schon was ziemlich Besonderes. So, bisher haben wir jetzt ja sehr viel über Haters-to-Lovers gesprochen, aber nicht über Enemies-to-Lovers.
Das ist nämlich mehr so ein Fantasy-Bereich, logischerweise, weil da geht es wirklich um richtige Feinde, Erzfeinde, die sich killen wollen. So im realen Leben würde ich halt nicht von Enemies to Lovers reden, sondern eher von Haters to Lovers. Und da habe ich drei Bücher für euch. Das erste ist schon was älter. Ich bin gespannt, wer das noch kennt. Das ist von Julie Kagawa, Drachenzeit Talon. Amber ist ein Drache in Menschengestalt. Und einen Sommer lang darf sie nochmal richtig auf die Kacke hauen, bevor sie zum Drachenorden zurückkehren soll. Sie wird darauf trainiert, die Gegner von diesem Orden zu bekämpfen. Und zwar sind das andere Ordensmitglieder, und zwar von einem Geheimorden St. Georg oder St. George. Na und wer könnte da der Enemy to Lover sein? Das ist Garrett, der diesem Geheimorden angehört und Amber eigentlich jagen sollte. Die beiden kommen sich aber näher und aus diesen Todfeinden werden LiebhaberInnen. Das ist so ein richtig schönes Jugendbuch, das man im Sommer liest, weil man da sehr viel Summer-Flair bekommt. Ich muss die Reihe mal unbedingt weiterlesen. Ich glaube, ich habe sonst nur noch Band 2 gelesen. Es macht super viel Spaß, die beiden ProtagonistInnen in Aktion zu sehen. Weiter geht es mit Fire and Frost. In der Geschichte von Ellie Blake, man hört schon am Namen, geht es um Feuer und um Eis. Nee, nicht Game of Thrones mäßig, anders. In dieser Welt gibt es sogenannte Fireblots und Ruby gehört zu denjenigen. Sie kann mit Feuer Dinge, Menschen, wie auch immer, heilen jedenfalls. Dann gibt es die Frostblots und die jagen die Fireblots durchs gesamte Königreich. Dann ist da dieser Frostblot-Krieger, der sie rettet, weil er sich nämlich von seinem Volk abwendet, weil er eine Rebellion gegen den König anzetteln möchte. Ja, Ruby kann ihm natürlich nicht so ganz vertrauen, weil das ist ihr Erzfeind sozusagen. Und es beginnt eine Reise zwischen den beiden, wo immer wieder es darum geht, ob Intrigen dahinter stecken, inwieweit man vertrauen kann. Und das finde ich das Schöne bei diesem Buch, bei den Enemies to Lovers, dass da noch so wahnsinnig viel Abenteuer drin steckt. Auch hier gibt es bei Ravensburger 3 Bände. Ich habe den zweiten zur Hälfte gelesen und aus irgendeinem Grund dieses Buch verlegt und ich finde es jetzt nicht mehr, aber ich will die Story auf jeden Fall weiterlesen, weil ich finde die so cool mit diesen Feuer- und Eiselementen. Und den letzten Titel, den ich für euch habe, der ist von Stella Tuck. Und es ist die Blackbird Academy. Ich habe euch, glaube ich, schon sehr häufig von dem Buch erzählt, weil es geht darin um eine Exorzistenschule. Unsere Protagonistin ist Leaf und die wacht eines Tages auf in dieser Exorzistenschule und erfährt, dass ein Dämon in ihr gesteckt hat. Die Sache ist, der Dämon ist aber noch da. Das wissen die Leute in der Exorzistenschule nicht, aber sie sagen, okay, ja, du kennst jetzt die Geheimnisse und alles, wir bilden dich jetzt aus. Und der attraktive Ausbilder ist niemand Geringeres als der Love Interest Falco. Oh, der ist aber auch hot, ey. Aber lief halt auch. Und das macht es halt so interessant zwischen den beiden, weil die können sich wirklich die ganze Zeit nicht ausstehen. Und es wird sich so geärgert und gemobbt auf eine niedliche Art und Weise. Also jetzt nicht irgendwie traumatisch und schlimm, sondern es ist so schön und lustig, so ganz typisch Stella Tuck. Sie schreibt ja immer sehr humorvoll und trotzdem schafft sie es, super düster und auch ein bisschen gruselig zu bleiben. Es geht dann eben darum, was mit diesem Dämon in ihm passiert, kann sie ausgebildet werden und was sind das für Gefühle zwischen Falco und Lee? Ich liebe die Buchreihe. Ich kann es kaum erwarten, dass der zweite Band rauskommt. Ich glaube, 3 sind geplant. 2025 kommt dann der letzte. Holy shit, das ist in 2 Jahren erst. Ja, ich habe gerade begriffen, dass das erst in 2 Jahren ist und ich glaube, jetzt habe ich eine Lebenskrise. Das war's auch mit den Büchern, die ich euch empfehlen würde, wenn ihr Enemies to Lovers bzw. Haters to Lovers mögt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr weitere Bücher kennt, die sich um dieses Trope drehen und schaut gerne mal auf Instagram rein. Und Gottverdammt, lasst endlich ein Abo da, wenn ihr diese Videos guckt. Versteh das nicht. Warum guckt man die ganze Zeit die Videos? Aber lässt kein Abo da. Dabei gibt es keine einfachere Möglichkeit, mir zu helfen. Naja, wie auch immer, ich wünsche euch eine gute Lesezeit. Wir sehen uns. Ciao, Bücherdrachen. Und ich persönlich, ja, ich liebe einfach dieses Atmen. Hey, liebe Bücherdrachen, heute reden wir über Anaya. Und dann wird alles richtig krass damit.